Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Südberlin Maskulin 2 Box von Flair und Silla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Südberlin Maskulin 2 von Flair und Silla aus dem Jahr 2012. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schlichte braune Kartonbox mit einem grauen Aufkleber drauf. Der Aufkleber hat hier unten rechts auch schon etwas gelitten, wie man sehen kann. Wir haben hier einmal oben stehen in weißer Schrift Flair und Silla. Dann gibt es einmal rechts oben das Maskulin M. Dann lesen wir hier in dieser Schreibschrift SBM 2. Darunter Südberlin Maskulin. Rechts dann noch die beiden Logos. Einmal das Flair-Logo, einmal das Silla-Logo. Und dann lesen wir hier Limited Edition. Enthält die LP Premium Edition ein exklusives Maskulin T-Shirt in Größe L und das originale SBM 2 Tourplakat. Ja, dann haben wir auch noch abgebildet, einmal dieses Tourplakat und einmal das Albumcover. Darunter haben wir noch einen Barcode. Ansonsten ist die Box, wie man die kennt, glatt braun. Dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier einmal das Album in der Premium Edition. Dann das exklusive T-Shirt. Sowie natürlich auch, ist etwas reingepresst hier. Boah, das Poster. So, dann machen wir die Box mal wieder zu. Und nachdem hier das Album noch eingeschweißt ist, werden wir das mal hier aus der Folie befreien. So, hier unten die Schweißnaht, das bietet sich immer gut an. Jawohl. So, also, wie man es von Flair kennt, auch schon im Jahr 2012, kam er mit Pappschuber. Wir haben hier das Cover, allerdings sehr interessant gestaltet, dieser Pappschuber, denn es ist ja nicht das reguläre SBM 2 Cover, sondern dieses ist so ein bisschen mosaikmäßig. Wir haben hier so einzelne Teilabschnitte, so einzelne Splitter. In der Mitte können wir lesen SBM, dann haben wir so zwei Streifen oder zwei Dreiecke, also wahrscheinlich für Teil 2. Flair Silla SBM 2 lesen wir auch hier. Oben links gibt es das Maskulin M. Und dann haben wir hier diverse Ausschnitte, also von einem Auto und natürlich von den beiden Rappern und diverse Tattoos hier in der Aufnahme. Auf der Rückseite haben wir auch wieder ein Auto abgebildet und die Tracklist hier im Querformat. Also wir müssen das Ganze drehen, ebenso wie der Barcode. Und wir haben dann hier die Tracklist aufgelistet. Wir haben hier insgesamt 19 Tracks an der Zahl und wir haben hier keinerlei Features vermerkt, obwohl es gibt Alben, also es gibt Features auf dem Album, auch wenn diese jetzt nicht vermerkt sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir die noch im Booklet dann vorfinden werden. Ja, hier unten haben wir dann noch die Credits, hier im Licht sieht man das sehr schön, das Maskulin so rot-metallic glänzt, sehr schön gemacht. Dann machen wir mal den Pappschuber weg. So. Und jetzt kommen wir hier zum eigentlichen Album. Also ich glaube, meines Wissens gab es dieses Cover in zwei Varianten. Einmal so mit diesem Blaustich hier bei SBM 2 und dasselbe dann auch noch im Rotstich. Das ist jetzt die Premium Edition. Ich glaube, die reguläre, also die Standard Edition, hat dann das Ganze in diesem Rotstich. Wir haben dann hier die beiden Interpreten, einmal Flair, einmal Silla. Und die lehnen hier an einem, es dürfte wohl ein 7er BMW sein, also zumindest hier die Felge, die lässt sich zweifelsfrei als BMW-Felge erkennen. Und rein so von den Ausmaßen gehe ich stark davon aus, dass wir hier einen 7er BMW stehen haben. Hier gibt es auch das Maskulin M. Dann haben wir hier auf der Seite stehen Flair und Silla und hier lesen wir Premium Edition. Okay. Und hier haben wir dann die Tracklist nochmals. Also 19 Tracks an der Zahl. Auch hier wieder die Features nicht genannt.
Hier wieder der 7er BMW mit Silla und Flair. In diesem Fall andere Posen und auch andere Kleidung. Ja, bei Silla vorhin mit Tanktop und Flair mit Shirt. In diesem Fall beide mit Jacke. Barcode natürlich auch mit dabei. So, als erstes haben wir hier einen Flyer. SBM 2 exklusive Tour. Hier haben wir die Tourdaten. Okay. Und auf der Rückseite, was haben wir hier? Social Media. Also hier können wir Flair bzw. Silla auf Social Media finden. Hier ist auch nochmal richtig gut zu sehen hier, der 7er BMW, die Front des Autos. Dann kommen wir zum Booklet. So, das Booklet ist wie auch das ganze Cover in schwarz-weiß gehalten. Hier einmal die ersten vier Tracks inklusive der Info, wer produziert hat oder wer daran beteiligt war. Okay, also das Booklet ist bis jetzt sehr autolastig. Ja, und es zieht sich so durch, also das komplette Artwork hier mit diesem Auto. Okay, jawohl, also auch hier wieder in dieser Mosaikoptik. Weitere Tracks hier in so Lederoptik. Das Ganze hier vernäht. Hier gibt es dann die Credits zum Album. Was mich jetzt nur interessieren würde, genau, auf diesen Track war ich besonders aus. Track Nummer, was sehen wir hier? 16 müsste das sein. Also Track Nummer 16, der nennt sich Maskulin 2012. Und hier sehen wir, hier haben wir Features dabei und zwar Flair, Silla, Jihad, Nick One und Destino. Also Flair und Silla ist klar, aber die drei Features hier mit drauf, die damals ja noch aus dem Maskulin-Camp, Jihad, Nick One und Destino, sind meines Wissens auch die einzigen drei Features auf dem gesamten Album. Sonst wirklich jeder der restlichen 18 Tracks Flair und Silla. Außer natürlich die Skits. So sieht das aus, auch hier nochmal Flair und Silla auf Facebook. Dann machen wir das Booklet und den Flyer wieder rein. Und kommen natürlich zur CD. So sieht dann die Album-CD aus. Links Silla, rechts Flair, in der Mitte der 7er. Okay. Da hat sich gerade ein Zahn verabschiedet. Wir sehen hier in der Mitte, haben wir so Plastikzähne, die die CD halten. Und zwei sind hier, insgesamt drei rausgebrochen. Okay. Die restlichen scheinen stabil zu sein. Und hier haben wir dann auch wieder Flair und Silla im Hintergrund in schwarz und weiß. Machen wir die CD mal wieder rein. Ja, die hält noch. Gott sei Dank. So, diese abgebrochenen Zähne weg hier. Und das Album packen wir auch gleich wieder in den Pappschuber. Dann kommen wir zum Poster. Zum SBM 2 Tourplakat nennt sich das ja. Okay, ja. Also es wird seinem Namen natürlich gerecht. Denn es ist kein klassisches Poster, wie man das kennt. Ist gar nicht so einfach, so aber jetzt. Sondern es ist eben wirklich ein Tourplakat, ein Tourposter. Und zwar haben wir hier in der Mitte natürlich die beiden Interpreten abgebildet. Links lesen wir dann auch noch Flair Silla. Rechts oben lesen wir dann auch noch, Moment, SBM 2, Maskulin Event Team, Major Moves Entertainment Present. Okay, hier haben wir dann noch das Album. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Hier einmal Deluxe, Premium und Standard. Deluxe-Variante, das ist die, die ich euch gerade vorstelle, dieses Box-Bundle-mäßige. Dann natürlich die Premium-Edition. Hier da. Und dann eben auch noch die Standard-Variante. In diesem Fall, die ist rot. Jawohl, so sieht das aus. Dann haben wir hier hinten noch die Tour-Dates. Okay. Und hier, das ist auch spannend, haben wir dann noch die Single vermerkt. Und zwar die Single von Bleib wach und Pitbull. Diese zwei Tracks wurden ja auch als Single ausgekoppelt. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt kommen wir zum Shirt. Also, das sieht so aus. Ein schwarzes Shirt mit einem riesengroßen weißen M, dem Maskulin M.
Darunter lesen wir dann auch noch maskulin. Und hier haben wir dann noch das alte Logo von Flair aus den Agro-Zeiten, flair.de. Lesen wir hier. Neckprint haben wir keinen, hinten alles in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann natürlich das zugehörige Tourposter, dieses Tourplakat, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich in der Premium Edition mit diesem Pappschuber. Insgesamt 19 Tracks und 3 Features in diesem Standard Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. SBM 2, Südberlin, Maskulin 2 von Flair und Silla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair und Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.